Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon-Geschichten. Heute kümmern wir uns um die Wettbewerbe. Wettbewerbe wurden erstmals in der Hoenn-Region eingeführt. Dort wurden in zwei Runden Pokémon einer Jury präsentiert, wobei man sie mit dem Aussehen und Attacken beeindrucken muss. Dies erfolgt in fünf verschiedenen Kategorien: Coolness, Schönheit, Klugheit, Anmut bzw. Putzigkeit und Stärke. Es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade, in denen man sich in den Wettbewerben beweisen kann. Sie heißen hier Normal, Super, Hyper und Masterklasse. Wettbewerbe werden in Wettbewerbshallen ausgetragen. In Hoenn gibt es mehrere, verteilt über die ganze Region. Abhängig von der Edition und der Klasse unterscheidet sich der Austragungsort. So haben wir beispielsweise in der Hoenn-Region als Austragungsorte Wiesenflur, Laubwechselfeld, Graffitport City, Segrasub City und je nach Edition haben wir in Pokémon Smaragd nur Segrasub City als Austragungsort im Gegensatz zu Rubin und Saphir oder Alpha Rubin und Omega Rubin und Alpha Saphir so rum. In einem Wettbewerb präsentieren vier Trainer je eines ihrer Pokémon der Jury. Ein Wettbewerb besteht aus zwei Teilen und das Pokémon, das die meisten Punkte bekommt, gewinnt. Während das Pokémon und dessen Trainer vorgestellt werden, zeigt sich, ob es beim Publikum gut ankommt. Ein Pokémon, das einen guten Eindruck macht, bekommt mehr Herzen angezeigt. Das ist davon abhängig, welche Werte es in der jeweiligen Kategorie hat. Ein Pokémon, das zum Beispiel in der Kategorie Anmut antritt, sollte dementsprechend anmutig sein und die dazu passenden süßen Pokeriegel gegessen haben. Aber auch ein passender Schal gibt dir Zusatzpunkte. Beim Füttern mit Pokeriegeln gibt es allerdings einiges zu beachten, denn welches Pokémon welche Riegel mag und sich somit für welchen Wettbewerb eignet, hängt von seinem Wesen ab. Das ist ein Faktor, der bestimmt, wie viele Riegel es essen kann. Im zweiten Durchlauf soll in fünf Runden die Ausdruckskraft der Attacken gezeigt werden. Ein Juror vergibt Punkte, je nachdem wie der Ausdruck der Attacke ist. Entspricht die Attacke der Kategorie Jubel das Pokémon, es gibt einen zusätzlichen Punkt und die Applausleiste steigt. Erreicht diese Leiste 5 als Wert, ist das Publikum vollends begeistert und es gibt weitere Extrapunkte. Diese Leiste kann durch gewisse Attacken wieder gesenkt werden. Auf die Abwechslung und Kombination kommt es an. Man sollte nicht das Publikum durch Wiederholungen langweilen. Durch Kombination bestimmter Attacken kann man mehrere Punkte erhalten. Es gibt außerdem auch Attacken, die den Gegner nervös machen, sodass er nicht auftreten kann, sowie Attacken, welche die Konkurrenten irritieren, sodass sie sich unter anderem manchmal wegdrehen. Dadurch kriegen sie Punktabzug, je nachdem, wie diese Attacke Eindruck macht. Während des Wettbewerbs können Symbole im Fenster unter dem Namen auftreten, die folgende Bedeutung haben, unter anderem die Symbole Wellen, Kreuz, Ring und Spirale. In der folgenden Grafik sind die Bedeutungen nochmal erklärt. Hat das Pokémon gewonnen, bekommt es ein Band überreicht. Man kann sich diese im Pokénavi ansehen und das Band berechtigt zur Teilnahme an der nächsthöheren Klasse. Außerdem wird ein Bild des Pokémon in der Wettbewerbshalle aufgehängt. Dies hängt so lange, bis ein weiteres Pokémon einen Wettbewerb dort gewinnt. Was passiert nun nach dem Sieg in der Masterklasse, der höchsten Klasse, die es gibt? In Rubin und Saphir erhält man nach dem Sieg in der Masterklasse unter bestimmten Bedingungen das Band des Künstlers. Wenn man dann den Kunsthändler in Segrasub City vor dem Kunstmuseum anspricht, wird man gefragt, ob er ein Bild von den Sieger-Pokémon in der Kunstgalerie ausstellen darf. Von ihm bekommt man auch eine Glasskulptur, wenn man in allen Kategorien die Masterklasse gemeistert hat. Die ausgestellten Bilder lassen sich im oberen Stockwerk des Kunstmuseums betrachten. Für jede Kategorie ist im Museum ein Gemäldeplatz vorhanden. Gewinnt man in der Masterklasse ein weiteres Mal mit demselben Pokémon, so erhält man einen Luxusball von der Frau hinter der Theke im Eingangsbereich des Wettbewerbshauses. Theoretisch gibt es auch einen Multiplayer-Wettbewerb. Dafür spricht man in Segrasub City mit der rechten Empfangsdame. Während man in Rubin und Saphir zu viert sein muss, kann man in Smaragd auch zu zweit spielen. Dort gibt es
zwei Modi. Im E-Mode, also den Emerald-Mode, können 2 bis 4 Spieler mitmachen. G-Mode, als Global-Mode, können 4 Spieler teilnehmen, die Rubin, Saphir oder Smaragd spielen. Das heißt, das ist nicht auf eine Spieledition begrenzt. Dann gibt es noch den Pokémon-Wettbewerb Live in Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir. Dort erleben die Wettbewerbe einen neuen Anstrich. Man kann in den Schwierigkeitsgraden Normal, Super, Hyper bis hin zum Meisterrang antreten. Außerdem kann nun jeder Schwierigkeitsgrad in egal welcher Wettbewerbshalle bestritten werden. Im Ankleiderraum zieht sich der Protagonist seinen Live-Anzug an, den er während des Wettbewerbs trägt. Es gibt eine Ersteindrucksrunde und eine Kunststücksrunde. Als Geschenk kann man eine Cosplay-Pikachu nach der ersten Wettbewerbsteilnahme als Junge, als Rocker-Pikachu oder als Mädchen ein Star-Pikachu erhalten. Ein einmaliges Geschenk, diese Pokémon sind dann auf Level 20 und auch nur in dieser speziellen Version von Omega Rubin und Alpha Saphir erhältlich. In der Ersteindrucksrunde gilt es nach wie vor einen guten Eindruck zu machen. Durch das Füttern mit Pokeriegeln lassen sich auch hier die Wettbewerbswerte erhöhen und somit auch der Eindruck verbessern. Ab einem gewissen Wert bekommt das Pokémon eine Animation. In der Kunststückrunde, die sich somit ein wenig unterscheidet von den Versionen in Saphir, Rubin und Smaragd, dort werden auch Attacken vorgeführt. Hier ist wie früher Taktik gefragt. Attacken können kombiniert werden oder den Gegner nervös machen, um so möglich viele Punkte zu bekommen. Beim Einsatz von Attacken, die das Wettbewerbsthema treffen, steigt die Stimmung. Wenn die Stimmung ihren Höhepunkt erreicht, kann das Pokémon, welches den letzten Punkt beigetragen hat, ein Live-Kunststück ausführen, welches viele Punkte mitbringt. Wenn die Sternleiste, also die Stimmungsleiste, voll ist, führt das Pokémon, das den letzten Stern beigetragen hat, das Live-Kunststück aus und wenn möglich eine Mega-Entwicklung vor. Hier sind folgende Live-Kunststücke möglich, die von dem Typ des Pokémon abhängen. Besitzt ein Pokémon 2 Typen, so ist der erste Typ meistens ausschlaggebend für das Kunststück. Manchmal jedoch führt es auch ein auf dem 2 Typ basierendes Live-Kunststück auf. Hier einmal eine kleine Tabelle als Übersicht. Das war die heutige Folge Pokémon-Geschichten zu den Wettbewerben, die in der Hörnregion eingeführt wurden. Ich hoffe, das war ein sehr interessantes Video für euch und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zu einem neuen Video.